stellt ihn an und macht euch bitte dann ein eigenes... Wie süß er lacht. Ach, schön. Schön, dass es seinen Humor getroffen hat. Es ist so scheiße. Es ist einfach... widerwärtiger Humor. Hallo YouTube, mein Name ist Jay Riddle und ich habe ja letztlich die Zerstörung von Shoyoka rausgebracht auf meinen Hauptchannel. Darauf hat jetzt ein Junge reagiert und daraufhin musste er ins Krankenhaus. Er musste ins Krankenhaus, weil er Krankenpfleger ist. Das heißt, natürlich muss er danach ins Krankenhaus. Und zwar hat er darauf reagiert. Es ist sehr interessant. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt. Er kennt sich mit der Thematik nämlich gar nicht aus. Und ich finde es ja immer spannend, wie jemand auf Shoyoka reagiert, der sich nicht mit ihr beschäftigt hat oder mit der Thematik. Es wird also spannend. Nebenbei werde ich euch natürlich ein paar Insights in das Video geben, wie immer, wie das erstellt wurde, was ich mir bei den Stellen gedacht habe. Also es wird ein herrliches Fest. Schnappt euch ein schönes Getränk. Und wenn ihr schon mal hier seid, es würde mich sehr freuen. Wir haben diesen Monat ein Projekt. Wir wollen es verändern, dass 2/3 der Zuschauer, die hier zuschauen, noch nicht abonniert haben. Ja, hier ist die Statistik. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das ändern würdet, weil dann weiß der Algorithmus, dass er euch meine Videos vorschlagen darf und dann könnt ihr in Zukunft dann dementsprechend selbst entscheiden, ob er draufklickt oder nicht. So machen wir das. Ey, vielen, vielen Dank und wir starten rein ins Video. Los geht's! Jo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Wie ich gerade schon sagte, hatte ich eigentlich gar keinen Bock mehr, auf irgendwelche Videos von Shoyoka zu reagieren. Aber Jay Riddle hat die Zerstörung von Shoyoka hochgeladen. 41 Minuten 30. Da müssen wir durch. Also da müssen wir wirklich durch. Abfahrt. Ehrlich. Ihr unterschätzt meine Macht. Versuch es nicht. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Er fängt schon gut an. Ups. Hey Leute, ich bekomme wohl bald eine Abmahnung, denn Shoyoka schlägt wieder um sich. Zieht euch warm an, sie ist nicht nur im Brennpunkt, sondern Henno arm dran. Natürlich bei mir in der Zwischenzeit viel getan und ich sehe viele Dinge anders, wie noch vor 3-4 Jahren. You can't keep getting away with it! You can't keep getting away with it! Dieser wird derzeit online so richtig malträtiert und man könnte sagen, Hand of Christus ist für unsere Sünden am Twitterkreuz namens X gestorben und wird gerade von Shoyoka so richtig an die Wand gedrückt. Ups, das macht das Ganze ja noch lustiger. Twitter und YouTube. Ich finde es süß, wie gutmenschlich er ist. So, wenn sich Leute verletzen, so wie zum Beispiel, da wurde so leicht daran gestoßen, dass er schon sagt, au, 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 au. Ich fange da erst an zu lachen. Also ich glaube aber, meine Schadenfreude ist auch anders ausgeprägt. Ich finde das einfach geil. Ja, keine Ahnung. Nein, natürlich sollen die sich nicht ernsthaft verletzen, aber der ist ja dann auch wieder aufgestanden. Ich finde das einfach lustig. Da geht mein Herz auf. Ja, da geht mein Herz auf, wenn Leute vom Rad fallen. Ja, das sind die kleinen Freunde in meinem Leben. Ich sag's euch, wie es ist. Also, Chat, meint ihr, diese Shoyoka-Thematik hört irgendwann mal auf? Ich weiß auch nicht. Ich kann es auch wirklich eigentlich gar nicht mehr hören, aber da müssen wir jetzt durch. Vielleicht ist das ja das abschließende Video, was wir hier jemals über Shoyoka sehen, beziehungsweise das letzte, was wir jemals über Shoyoka sehen. Alter, das macht mich wirklich fertig, ehrlich. In der Zeit im absoluten Ausnahmezustand. Da geht es mehr ab als in einer koreanischen Grundschule. Bevor wir zu den 3 Punkten kommen und über die YouTube-weiten Auswirkungen des Schlachtfelds sprechen, möchte ich euch zum einen ein satirisch-metaphorisches Bild in den Kopf stanzen, damit ihr versteht, wie sehr der Kackhaufen gerade am Dampfen ist. Stellt euch vor, der attraktive... Also Chat, das ist halt... Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, als wir auf Videos von Shoyoka bzw. über Shoyoka reagiert haben. Mhm. Das klickt sich einfach richtig gut. Und die Leute verdienen mit dieser ganzen Shoyoka-Thematik und mit den ganzen Anzeigen, Anklagen, Abmahnungen, da verdienen die Leute halt richtig Kohle. Ne? Und deshalb, also ich glaube natürlich nicht, dass diese Thematik jemals aufhören wird, weil man eben damit Geld verdienen kann. Kein Geheimnis. FDP. Naja, also zum einen deshalb, natürlich probiert man auch die Sachen zu machen, die halt gut laufen, wenn viele Leute die Shoyoka-Thematik interessiert und Shoyoka gibt neuen Content her, weil sie immer wieder das ein oder andere Problemchen mit uns hat, ne, und es immer weitergeht und sie nicht aufhört und dann die nächste Abmahnung, natürlich sagen wir dann dazu wieder was so, ne, logischerweise. Aber ja, ne, ich kann den Punkt absolut nachvollziehen. Ich glaube, lief bei ihm ganz gut das Video. Freut mich. Also für ihn. FDP-Politiker Tobias Huch steht gerade gut betucht auf einem gut besuchten Weihnachtsmarkt mit dem hässlichsten Schal, den er im Schrank gefunden hat und zimmert sich gerade eine unvegane Bockwurst in den Hetzrachen, während Hand of Blood gerade auf dem Kinderkarussell verstecken ohne Suchen mit Maluna... Diese Reaktion...
wie ein normaler Mensch auf meine Videos reagiert. Oh, er ist zu lieb, glaube ich. Ich glaube, er ist zu lieb, um meine Videos zu gucken. Man müsste vorher so einen Bösartigkeitstest machen, bevor man zugelassen wird, ein Jay Riddle-Video zu schauen. Ne? Es haben auch viele kritisiert, diese Anspielung mit dem Weihnachtsmarkt. Kann ich nachvollziehen, ja. Kann ich nachvollziehen, dass das für manche zu viel schwarzer Humor ist, ja. Spielt. Und Shoyoka gerade vollkommen angekohlert und ohne Rücksicht auf Verluste in einen LKW, der ausschaut wie Optimus Prime, nur halt in Klischee behaftet homosexuell. Mit Karacho. Alter Schwede, ey, Bruder. Was ist denn da wieder im Video los? Den Markt zuhält, um die beiden Akteure zu erwischen und dabei maximalen Kollateralschaden hinterlässt. Zum anderen möchte ich euch meinen Dank aussprechen, bevor ich so richtig loslege. Denn meine letzten Videos waren allesamt in den YouTube-Trends, was beachtlich ist, weil ich halt... Das ist echt krass. Ist es aktuell auch in den Trends? Nein. Steht zumindest nicht da. Okay. Da war es leider nicht mehr in den Trends, aber es war in den Trends mal wieder. Es war auf Platz, was war der höchste Platz? Mario weiß es noch. Ich glaube, es war wieder in den Top 10, oder? Ich glaube, es war wieder in den Top 10 kurz. Oder war es Top 10 oder Top 11, Top 9, irgendwo da. Aber wir haben es wieder geschafft. Kuss geht raus an der Stelle. Kann man das im Nachhinein eigentlich irgendwo nachgucken? Wäre mal interessant so. Okay, Abfahrt, weiter. Erst seit wenigen Monaten dabei bin. Euer Support in Form von Kommentaren, Daumen und... Moment mal gerade. Der ist erst... Weil ich ja erst seit wenigen Monaten... Hä, ist es wirklich wahr? Als ob der erst seit Mitte 23 dabei ist. Lol. What? Ist es wirklich so... Hä, mir kommt das vor, als wäre der schon immer da gewesen. Das habe ich schon öfters gehört, dass es Leuten vorkommt, als wäre ich schon immer da gewesen. Aber es ist halt, also faktisch gesehen nicht so. Ein paar Tage später, also ich habe den Account erstellt und zwei Tage später habe ich mein erstes Video hochgeladen und das ging halt direkt ganz gut ab. Und deshalb lief es ganz gut, sage ich mal, ja. Also, ja, aber also, das habe ich schon öfters gehört, dass es Leute das Gefühl haben, als wäre ich schon lange da gewesen. Obwohl ich noch, also ich habe vorher kein YouTube gemacht. Woher hat er bitte diese krassen Schnittskills und so weiter? Der ist sofort hochgeschossen, aber übel. Alter, what? Dabei bin. Euer Support in Form von Kommentaren, Daumen und Rückhalt ist einfach geisteskrank. Hä, aber was hat er vorher gemacht? Also, dass man so Videos schneiden kann, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Was ist denn? Oh, as long as I know how to love. Dankeschön, Don Quixote. Er haut nochmal eine 10er Sub-Bombe raus. Der Mann hatte vorhin schon eine 10er Sub-Bombe rausgehauen. Es ist einfach... Was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir, Mann? Ich danke dir, mein Bester. Vielen, vielen lieben Dank für den Support, Bruderherz. Einfach eine 10er Sub-Bombe noch gezündet, so auf Casual hier, mitten in der Reaction drin. Du kleiner Frechdachs. Selbstverständlich ableistisch meine. Und das letzte Mal war ich so glücklich, als der Klimakleber auf der Straße ernsthaft dachte, ich würde bremsen. Im ersten Kapitel reden wir ausführlich über die gerichtliche Backpfeife von Shoyoka gegen Huch, während wir im zweiten den Anschlag auf Henno thematisieren, der jetzt anscheinend ihren Sündenbock spielen muss, weil er etwas gesagt hat, was ganz und gar nicht in das Weltbild von Shoyoka passt. Darf er das? Dabei spielt es beim Kopfhinhalten überhaupt keine Rolle, ob du mal mit Shoyoka befreundet warst und du sie eigentlich in Schutz nehmen wolltest, denn ich könnte mir sogar vorstellen, dass Shoyoka ihre eigene Oma ins Verderben stoßen würde, damit ihr bloß keiner in Frieden die Hand reicht, wie es Monte tun wollte. Das ist absolut geordnet. Oh, ist der Hund weg und kommt nie wieder zu mir. Meine Damen, Herren und Spartiaten, das Märchenbuch von... Ey, ich komme da über die Tatsache nicht hinweg gerade, dass Jay Riddle seinen Kanal scheinbar Mitte 23 eröffnet hat. Das heißt, im Juli, August, September, Oktober, November, Januar, Februar, März, der hat seinen Kanal gerade mal ein bisschen über ein halbes Jahr? In was für einer Parallelwelt lebe ich? Ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Shoyoka scheint noch... Jay hat einen Cutter. Hä, aber ja, gut und schön, aber wie kommst du denn als Newcomer sofort an einen Cutter? Also, so ein Video zu cutten dauert mehrere Stunden oder auch mehrere Tage. Und das kostet jetzt keine 20 Euro, da reden wir über mehrere hundert Euro. Nicht zu Ende erzählt worden zu sein, deshalb sammeln wir uns... Für die Leute, die Geschichte interessiert. Also, das war bei mir so, dass ich die ersten... Ja, um dazu mal ein bisschen was zu erklären, damit wir hier ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. So, ich hatte meinen Channel gegründet und es lief schon von Anfang an relativ gut. Am Anfang habe ich noch, so, was heißt am Anfang? Ich habe ja nur insgesamt jetzt
20 Videos hochgeladen. Hier, das eine zählt nicht, das ist ein Short nur, ne? Also 20 Videos habe ich und ungefähr eins, also ich habe die ersten 5 Videos gemacht, die kamen extrem gut an. Und dann war hier das erste Mal, dass mir wer geschrieben hatte, das ist heute der gute Niklas, der hatte mir damals geschrieben, dass er das feiert und ob er mich nicht unterstützen könnte. Ne? Er kennt sich ein bisschen mit Cutten aus. Ne? Und dann kamen wir nach und nach das so etabliert, dass, ich halt ja das alles plane und so, wo kommen welche Clips rein etc. pp. Ne? Und dann bespreche ich mit ihm, was im Hintergrund passieren soll. Und dann hilft er mir halt dabei, das im Hintergrund dann zu animieren und schickt es mir dann und ich mache dann alles insgesamt fertig mit Musik, schneide es nochmal zurecht, dass es passt, füge noch Dinge hinzu, mach Dinge dann ganz weg, verändere es nochmal. Also genau, das ist im Endeffekt so im Moment halt die Arbeitsweise. Und genau, also mittlerweile habe ich auf jeden Fall Unterstützung dabei und genau. Aber wie gesagt, die ersten Videos kamen ja auch schon gut an, wo ich das selbst gemacht habe, um mir da mal ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Nee, also aber gut. Eigenlob stinkt ja. Weiter geht's. Uns nochmal allen Mut zusammen und stellen uns der Shoyoka-Community, dessen Freizeitaktivitäten in etwa so ausschauen. Ja, findet er lustig, ne? Stampft mit den ganz normalen Leute in Berlin. Füßen, verprügelt den Like-Button und tanzt mit mir in ein neues Kapitel von Der Schöne und das Biest. Ach, der war sofort mit Kuchen. Ja, dass er mit KuchenTV abhängt, weiß ich. Ich habe auch oft Streams gesehen, wo beide da saßen. Okay, krass. Ja, Respekt. Aber das, was er da auf die Beine stellt, hat meinen höchsten Respekt verdient. Und ich feiere das. Seine Videos sind immer 10 von 10, auf jeden Fall. Ich finde es lustig, dass es auch Leute gibt, die denken, ich kannte KuchenTV vorher schon. Ich kannte ihn nicht. So, ne? Das hat ja auch einer in die Kommentare geschrieben gehabt. Einer hatte geschrieben, ich glaube, Jay war früher der Cutter von Kuchen. Daher kennen die sich so gut, bis Jay sich entschieden hat, selbst Content zu machen. Das ist einfach, also Duke, Bruder, das ist einfach zu 100% Fake News. Das ist nichts wahr daran. Also ich kannte ihn vorher nicht, habe auch niemals irgendwas für Kuchen TV geschnitten, witzigerweise. Und, also, aber gut. Er hat ja auch geschrieben, ich glaube, aber es, keine Ahnung, ist ein interessanter Glaubenssatz auf jeden Fall. Ewig wie die Zeit. Ehrlich. Da-da-da. Bittersüß verwirrt. Einsehen, dass man irrt. Und auch mal vergibt. Kapitel 1. Es wird dreckig. Als erstes sprechen wir heute konkret über die Schlammschlacht vor dem Frankfurter Gericht zwischen FDP-Politiker und Menschenrechtler Tobias Huch gegen Shoyoka, die mal unverdienten Gaming Award bekommen hat. Und die derzeitige Ausgangslage ist folgende. Ich konnte letzte Woche in dem Verfahren alle meine eingereichten Unterlassungsansprüche gegen Tobias Huch geltend machen. Seine Aussage... Die hat... Ah, Leute, ey, das Leben zieht so an mir vorbei. Die hat den Huch verklagt auf irgendeine Unterlassung? Dann ja. Wurden als persönlichkeitsrechtsverletzende Schmähkritik vom Gericht eingeordnet und sind damit rechtswidrig und er muss alle Videos und Inhalte dazu löschen. Tobias Huch wird zwar in die zweite Instanz gehen, aber darf Stand jetzt einige Dinge nicht mehr über Shoyoka sagen, da sie unter Schmähkritik fallen. Dazu gehören laut Beschluss... Dann haben sie ein neues Opfer. Nach KuchenTV und mir haben sie versucht, ein junges jüdisches Mädchen in den Suizid zu treiben. Er spricht dabei konkret über Max Salin auf YouTube, auch der Equalis genannt. Diese wurde einer Hatewelle im Internet auf... Aber Chat, ey, wie frustrierend muss dein eigenes Leben sein, wenn das im Prinzip nur noch daraus besteht, dass du alles und jeden verklagst, der irgendwelche Aussagen bringt, der was dir nicht passt. Junge, finde ich witzig, so wirkt das auf Außenstehende. Shoyokas Verhalten, dass er einfach alle einfach sinnlos verklagt. Und dazu muss man sagen, also es waren auch sinnlose Klagen halt tatsächlich auch dabei. Also Beispiel diese Gönnergy-Sache hatte ja nichts mit irgendwas zu tun. Klar, das war nur ein Teilbereich von Abmahnung, aber warum nimmt man das damit rein? Ist doch so random. Also normal machen sich dann Leute darüber lustig. Wie einsam muss diese Frau sein, wenn sie sich quasi jeden Tag nur noch mit ihrem Anwalt trifft, um zu besprechen, wen man als nächstes verklagt. Bruder. Ach, ausgesetzt, woran die Shoyoka-Community mit ihren Anfeindungen nicht ganz unschuldig ist, so äußerte sich Shoyoka im Stream über die besagte Person folgendermaßen. Vermutlich selber ein Scheidungskind, selber maßlos und unhappy damit, dass ihre Eltern sich scheiden haben lassen. Denkt mal daran, wer euch in eurem Leben so richtig verletzt hat. Und ja, ich weiß, es gibt Frauen, die sehr stark von Männern verletzt wurden. Dazu gehöre ich auch. Aber
ich gehöre gleichzeitig auch zu den Personen. Ihre Eltern sich scheiden haben lassen und sie selber psychische Erkrankungen hat und die nicht gesehen wurden, ist jetzt alles scheiße, was in ihrem Leben ist und alles, was in der Lebensperspektive von anderen Menschen ist, ist kein wahres Problem. Tisha klingt und nicht wie die komische Conspiracy Theory, die ich von mir gebe, weil ich Wörter nicht verstehe. Boah, da müssen wir eigentlich mal einen Song draus machen, oder? Ich glaube, der würde einschlagen. Der würde einschlagen wie eine antifeministische Hetzkampagne. In dem Fall ging es um eine schwache Person, die schon einen Suizidversuch hinter sich hat. Das war bekannt. Eine junge Jüdin, die mit massivem Judenhass zu kämpfen hat und versteckt lebt. Und da hat diese Bubble, da nenne ich konkret Shoyoka, ihre Chance gesehen, Schaden anzurichten. Und sie haben... Monjour-Krise schreibt, der kam echt gut. Ja, das Gute ist, der hat auch einfach perfekt gepasst, weil ich kannte halt den Clip, wo Henno aufsteht und was umschlägt. Und ich dachte mir, okay, er hat einen Greenscreen umgetreten. Ich mach da einfach... Shoyoka rein, wie sie singt. Es passt perfekt. Es passt auch zu der ganzen Thematik zwischen Shoyoka und Henno. Also es hat perfekt gepasst, ja. Haben den Selbstmord dieses jungen Mädchens billigend in Kauf genommen. Diese Sätze muss Tobias jetzt aus dem Internet entfernen und darf sie nicht mehr reproduzieren. Die Reaktion von Tobias Huch beim Verkünden dieser einstweiligen Verfügung stelle ich mir übrigens so vor. Was? Das können Sie doch nicht machen. Wissen Sie, was ich dafür opfern musste? Ja, Leute, zu dieser Thematik und dem weiteren... Ja, ich glaube, so ungefähr wird es auch gewesen sein. Im Laufe des Gerichtsprozesses muss ich jetzt einfach mal meinen Senf dazugeben, denn ich habe ein paar Pro-, aber auch Kontrapunkte, wo ich Partei für Shoyoka ergreifen muss. Oh, no. No. Die Punkte, die für Tobias in dieser Auseinandersetzung sprechen, sind ach, unter anderem, dass mehrere Anwälte den Beschluss als sehr kritisch betrachten. Darunter auch Rechtsanwalt Alexander Bosse, welcher im Prinzip dieselbe... Ey, ist das nicht der Anwalt, der auf unser Exposed-Video reagiert hat? War das nicht Alexander Bosse? Ich meine, doch. Der reagiert momentan auf alles. Der ist richtig aktiv. Der ist aktiver als die meisten YouTuber, der Mann. Naja, unfassbar aktiv. Der hat auch unter meinem Video, also unter der Zerstörung von Shoyoka, hat er einfach, weil ich ihn erwähnt habe, dann einen YouTube-Short drunter gepostet, wo er dazu dann Stellung genommen hat und gesagt hat, ich habe seinen Namen ausgesprochen, aber so auf sympathisch. So. Er hat das sehr, sehr nett und sympathisch gemacht und so. Ich fand das real cool. Aber der ist super aktiv auf YouTube, das wollte ich damit sagen. Er war da, safe. Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich kannte den bis zu dem Zeitpunkt, als er auf mein Exposed-Video reagiert hat, kannte ich den einfach gar nicht. Person wie Christian. Hat schon irgendwer eigentlich eine Reaction auf mein neues Exposed hochgeladen? Das ist auch immer sehr interessant. Das würde ich auch gerne mal sehen. Solmecke ist nur mit Haaren auf den Kopf und dass er auch andere Dinge macht, außer den Musikstreaming-Anbieter diese abzufacken. Dieser Datenleck, ihr müsst erstmal. Ja, das stimmt. Dieser Datenleck und war das nicht letztens auch irgendwie Instagram oder so Datenleck? Ich weiß nicht. Betroffen seid. Das geht über den QR-Code, den einfach abfotografieren. Du bist einer der 14 Millionen deutschen Betroffenen des dieser Datenlecks. Ja, ich habe mich noch nie so gefreut, geleakt worden zu sein. 1000 Euro haben wir noch heute. Ich bin reich. Ich bin reich. Ja. Ich habe das nicht mal getestet, ob ich betroffen bin. Ah. Okay. Er meint zum Beispiel, dass die Bezeichnung Schmähkritik nur... Es gibt eine Reaction von Second Tray. Ah, okay. Da müssen wir gleich mal, erinnert mich mal bitte dran, da müssen wir gleich mal drauf zurückgreifen. Kaiser hat drauf reagiert, Olli hat auch drauf reagiert, das weiß ich, wir aber... Wir jumpen mal ein wenig voran. No, Weitere Punkte, die für einen... Ach, der zieht immer. Der ist immer schön. Yeah. Einen positiven Verlauf in Richtung von Tobias deuten ist halt, dass er ein heterosexueller Cis-Mann ist und es ist ja quasi erwiesen, dass Frauen in Gerichtsprozessen systematisch unterdrückt werden. Genau wie es auch die bösen patriarchalen Männerschweine im Frühstücksfernsehen tun. Dick, vielen Dank für diese Einschätzung. Wir sind gespannt, wie viele Frauen sich am Wochenende bei der Wahl dann auch durchsetzen. Und jetzt ab in die Küche. Auf der anderen Seite, meine Freunde, muss ich aber auch... Was war das für ein ehrenloser Clip, Alter? Ja. Oh mein herrlich. Gott, also dieser Übergang ist einfach, scheiße gelaufen, aber es war sicherlich anders gemeint, oder? Ab in die Küche. Auf der anderen Seite, meine Freunde, muss ich... War genauso gemeint, genauso. Auch Tobias Huch kritisieren, denn mal unabhängig davon, ob er für die getätigten Aussagen juristisch belangbar ist oder es am Ende unter Meinungsäußerung fällt, gefällt mir persönlich die ein oder andere Formulierung überhaupt nicht. Es ist A, eine wirklich harte Anschuldigung in meinen Augen und ziemlich emotionalisierend, wenn man sagt, man würde probieren, ein junges jüdisches Mädchen in den Suizid zu treiben. Gerade in Deutschland ist man extrem sensibilisiert für das Judenthema und es erschließt sich mir nicht, warum man immer wieder erwähnen muss, dass Shoyoka gegen eine Jüdin vor und Rassismus, obwohl sie damit hoffentlich nicht gemeint ist. Ich gehe davon aus, dass er damit auf seine Abmahnung von Kaya Yana anspielt und in meinen Augen sollte man diese beiden... Der hat auch eine Abmahnung von Kaya Yana bekommen?
Chat! Tobias Huch ist mittendrin, ey. Warum kriege ich denn so relevante Themen einfach nie mit? Meine For You ist nicht mit so toxischen Inhalten voll. Ich glaube wirklich, das liegt daran, dass meine For You irgendwie zu lieb ist. I don't know. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wahrscheinlich irgendwelche Fingernägel-Tutorials oder so. Oh, was? Der hat eine Abmahnung von... Oh mein Gott. Hey Leute, ich zeige euch heute meine 5 besten Tipps für Fußbäder. So stelle ich mir das vor hier von dem lieben Mann hier. Also ich habe wohl mal mitbekommen, dass da irgendwas zwischen Kaya Jana und Tobias Huch war, aber dass es da eine Abmahnung gegeben hat? Alter. Themen aber nicht durcheinander würfeln, weil zusammen mit der Wiederholung der Phrase, dass die Shoyoka-Community junge Jüdin attackiert und dann diese Hashtags, kann das echt zu einem falschen Bild beitragen, welches man von Shoyoka bekommt. Naja, Shoyoka hatte demnach endlich mal ein Erfolgserlebnis. Kommt ja auch selten vor, ehrlicherweise. Ja. Das ist auch zu ihm durchgedrungen, dass es recht, recht rar ist mit einem Erfolgserlebnis im Leben von Shoyoka. Momentan. Leider, ja. Vor allem online halt. Schwierig, ne? Schwierig, meine Damen und Herren. Das Video von Kaya ist absoluter Schmutz. Ach du Scheiße. Ich mag Kaya Jana eigentlich sehr gerne und ich weiß gar nicht, was... Ich habe das nicht mitbekommen, Chat. Ich kann dazu nichts sagen. Oh mein Gott. Dies zieht nur leider einen riesigen Rattenschwanz hinter sich her, mit Konsequenzen für uns alle. Und ich befürchte, das wird auch mal wieder für Shoyoka selbst nicht gut ausgehen. Ich bin eine Frau. immer dieses Ich bin eine Frau. Das bisschen... Ach, herrlich. Ich bin eine Frau. Oh, ich liebe es, das abzutimen. Das ist einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Solche Sachen abzutimen, damit es perfekt passt. Das gehört wahrscheinlich zu meinen Top-3-Beschäftigungen. Das ist so bescheuert. Das ist einfach nur bescheuert, Chat. Ja, das ist es. Aber es ist herrlich bescheuert. Oh. Schön. Ich bin im Arsch. Die hat jetzt gerade nämlich einen richtigen Höhenflug, der den Arsch. Auch dieses Ding mit ich bin eine Frau und dann bam 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 und dann ich bin im Arsch. Es hat auch super gepasst, ja. Das sind so die kleinen Akzente, ja. Anlass für das heutige Video bildet. Wie so ein Verschwörungstheoretiker, der 100 dämliche Thesen in den Raum wirft, dann behält er mit einer einzigen davon so halbwegs recht und geht dann davon aus, dass alle anderen natürlich auch zutreffen müssen. So denkt Shoyoka wahrscheinlich gerade, weil sie bei dieser Sache bis jetzt recht bekommen hat, dass sie allgemein im Recht ist und droht ganz YouTube im Rambo-Manier mit Abmahnung. Ich habe mich entschieden, in diesen Belangen auch gegen alle InfluencerInnen vorzugehen, die diese Aussagen von Tobias Huch und reproduziert haben und damit dazu beigetragen haben, dass diese persönlichkeitsrechtsverletzende... Faultier schreibt, Jays Video hat mehr Akzent als Deutschland. Wir kommen so in die Hölle, Bruder. Wir kommen so in die Hölle. Oh, die Kritik von mir auf YouTube ein Dutzend Male wiederholt wurde. Hä? Die geht sogar gegen Leute vor, die das verbreiten? Das heißt theoretisch auch auf Reactions? Ja. Das war auch mein Punkt, dass das so rüberkommt, dass sie das meint. Weil sie kann das auch nur theoretisch meinen, wenn sie meint, es wurde dutzende Male weiterverbreitet. Es gibt ja nicht Leute, also viele Leute, die dedizierte Videos gemacht haben, die genau derselben Meinung waren zu Tobias Huch und es so wiedergegeben haben. Das heißt, es müssen eigentlich Reactions gewesen sein. Das ist highly beängstigend, weil viele haben auf die Videos reagiert. Sie kann doch nicht alle abmahnen. Da war ein 16-jähriger Kollege namens Hugo dabei. Du kannst doch nicht den 16-jährigen Hugo abmahnen. Oh, war halt, wie bodenlos ist das? Ja. Alter, diese Frau, die verklagt einfach irgendwann ganz YouTube. Einfach ein Rundumschlag jeder Info. Ja, das tut's ja auch nicht. Sie verklagt jetzt auch nicht, meistens nicht grundlos, aber... Ja, aber... Influencer möchte gerne einmal einen Brief von der lieben Shoyoka bekommen. Abfahrt. Und jetzt wird's richtig eklig, denn wenn sie über dutzende Influencer spricht, die das weiterverbreitet haben sollen, kann sie damit eigentlich nur Reactions meinen, sodass... Ja, ja. Man betrachte wieder die Musik, wie sie ein bisschen lauter wird mit der Zeit, ne? Es baut sich auf, ja? Wird natürlich unterbrochen hier von Arschloch, der mich einfach unterbricht, ja? Wie kann das wagen, auf mich zu reagieren und zu sprechen in den 41 Minuten und den Fluss zu unterbrechen? Genau, safe. Geht doch nicht. Das meine ich ja. Jetzt jeder, der auf Huchs Videos reagiert hat, Angst vor einer Abmahnung haben muss. Allein aufgrund der Tatsache, weil man auf die Aussagen von Huch reagiert und es damit logischerweise weiterverbreitet hat. Ja, aber das ist doch absoluter Bullshit. Also vor welchem Gericht soll das denn durchgehen, wenn ich mir ein Video angucke von einem Menschen, der dann irgendwas sagt, was vielleicht rechtliche Konsequenzen hat, aber...
Ah, nee. Aber die ist ja so unangenehm, ne? Die hat irgendwelche Probleme, dass sie scheinbar jeden direkt verklagen muss. Ich weiß es nicht. Keinen von euch erklären, dass es in einer Meta, die davon lebt, dass man gegenseitig auf die Videos reagiert. Oh, boah, Kaiser. Okay, Kaiser ist 5 Milliarden mal dabei. Kuss geht raus. Hier auf Reaction-Channels der absolute Super-GAU bedeutet. Also das macht das Ganze ja noch lustiger. Ups. Auf. Damit würde sie mit der einen Sache, bei der sie recht bekommen hat, maximalen Schaden anrichten und auch eine Menge von kleineren Streamern ans Bein pissen. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass du ein Problem mit den Aussagen von Huch hast und dagegen vorgehen möchtest, aber warum alle Leute auf den Weihnachtsmarkt mitnehmen? Es scheint mal wieder so, als würde sie nach jedem noch so kleinen Strohhalm greifen, um anderen an den Karren zu kacken. Achoo. Quiet! Keep it down up there! What did I just say? I'm calling the police! Auch ich hatte auf meinem Zweitchannel JJ Riddle auf Tobias Huch Videos reagiert und ich stand speziell diesen aus. Ja, der macht auch stabile Aufrufe auf seinem Zweitkanal, ne? Ich hoffe irgendwann. Ich gebe mir Mühe, Bruder. Ich gebe mir Mühe, Leute. Ja? An der Seite hier kurze Werbung. Oh ne, warte, Moment. Ihr seht es ja auf meinem Zweitchannel. Macht einfach weiter. Bleibt auf dem Zweitchannel, schaut weiter fleißig die Videos. Kuss geht raus. Danke, dass ihr sie so fleißig schaut. Ihr ja, dann schaut auf dem Erstchannel vorbei. Ja, ihr seid ja schon da, wo ihr sein sollt. Really? Also wirklich, dass mein Zweitkanal bzw. Reaction-Kanal auch so läuft? Das würde ich ultra fühlen. Also falls ihr hier meinen Kanal noch nicht... Das würde ich ultra fühlen. ...nicht folgt bzw. noch kein Abo dagelassen habt, macht das sehr gerne, kostet euch nichts und unterstützt mich. Also gerne abonnieren aber hier, ne? Sagen, denkt daran, zwei Drittel nur. Aber theoretisch ist das ja schon eine Weiterverbreitung. Werde ich jetzt also dafür abgemahnt, weil ich sie eher in Schutz genommen habe? Ist das dein Ernst? Ja. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Und ich weiß, Leute, eigentlich sollte ich mich nicht mehr wundern. Mittlerweile wissen wir ja, wie sie tickt. Kommen auch gleich dazu, wie sie Hand of Blood verraten hat, nachdem er ihr auch einfach nur helfen wollte. Doch Shoyoka dachte sich so auf Twitter: Wie kommst du damit klar? Kannst du einen unschuldigen Mann, einen Freund, in deinem Namen zu einem Leben in Knechtschaft verurteilen, während du weiterhin frei bist? Ja. Komm ich gut mit klar. Das Schlimmste ist, und das ist... Ja, viele machen auf dem Zweitkanal mehr Aufrufe als auf den aufwendigen Erstkanälen dann. Ja, so ein Kaiser zum Beispiel, der macht ja pro Reaction, I don't know, 40.000, 50.000 Aufrufe, manchmal 100.000 und das zweimal am Tag. Das ist schon krass, ne? Also ich gönne ihm das. Ich gönne ihm auch 100.000 Klicks noch mehr, aber das ist... Ich gönne ihm keinen einzigen Klick, den Mann. Wirklich. So wie der seine Videos pausiert wegen Copyright. Meine Videos pausiert wegen Copyright. Ich gönne den gar nichts. Nicht mal den Dreck unter seinen Schuhen, den Mann. Unfassbar, der Typ, ey, der macht mich fertig. Ne? Soll die Fresse halten und sein Holy trinken, ja? Und dann war's das aber auch, ja? Mann, ey. Unfassbar, der Mensch, ey, wirklich mit seinen Copyright-Problemen, Bruder. Kuss geht raus an Kaiser. Küsschen links, Küsschen rechts. Das ist wirklich heftig. Aller Ernsthaftigkeit. Ihre Abmahnwelle würde nicht nur große Leute treffen wie Google. Ich liebe es auch, wie ich zwischendurch immer dieses Halleluja einspiele. Also ich liebe den Song einfach. So perfekt für so Real Talk, um so ein bisschen auszuholen. Ja, ist super, ist. I like it. TV, sondern auch jede Menge kleine Streamer, die auf Tobias reagieren, wie zum Beispiel den 16-jährigen Hugo. Und ich sage euch ehrlich, mit dem Sieg, den man jetzt gefeiert hat, noch probieren, möglichst viele Leute mitzuziehen und verbrannte Erde zu hinterlassen, ist einfach ein ekelhafter Move, den es zu verurteilen gilt. Seine! Ich hoffe für sie inständig, dass sie es nicht genauso gemeint hat, wie behauptet, da zum einen A, die Sache gerichtlich gesehen noch nicht durch ist, wie gesagt, stehen die Chancen. Bei Hollywoods wird es ohne den zweiten Kanal nicht laufen, meinte er. Ich habe tatsächlich gestern mit ihm gesprochen und er meinte, dass der zweite Kanal halt echt unfassbar wichtig ist. Und ich hoffe, wie gesagt, dass bei mir irgendwann auch der Tag kommt, wo ich sagen kann, dass ich da eine relevante Summe quasi mitmache, sodass ich mich dadurch finanzieren kann. Ja? Ist ja auch für jeden Influencer unfassbar wichtig, dies dass man... Dies ist der Ort, an dem wir sie aufhalten! Genau hier werden wir kämpfen! Und genau hier werden sie untergehen! Also für mich unfassbar wichtig ist Zumat, der einfach mal so mitten in der Reaction eine 20er-Bob zündet, Digga. Eine 20er! Alter, was ist denn mit dir los, Zumat? Ey, cool. Aber ein ganz, ganz heftiger Kuss geht raus. Leute, ich sehe euch noch gar nicht salutieren, meine Damen und Herren. Was geht denn hier ab? Helfer, eine 20er-Sopper, mal eben so gezündet auf Casual. Nichts als Ehre an Zumat. Ehre und Wertschätzung.
sind schon die Kajans. Was geht denn bei dir ab, mein Freund? Uiuiuiui. Die Welle ist für dich. Die neue deutsche Welle. Alter, Digga, danke schön, Bruder. Danke. Ich kann das nicht mehr. Halt regelmäßige Einkommen hat, logischerweise. Gut, dass die Entscheidung gekippt wird. Und B, ey, wenn ich eine Abmahnung für eine Sache bekomme, bei der ich sie mal in Schutz genommen habe, dann ticke ich aber aus. Dann fühle ich mich richtig verarscht. Fast so verarscht, wie sich meine Tochter in Zukunft vorkommen muss, wenn sie sich zum Geburtstag ein Pony wünscht, aber kein Geld für ein Ganzes da war. Oh nein. Normalerweise würde ich mir... Ja, ich glaube, er hat Angst, gecancelt zu werden, glaube ich. ...auch denken, wenn man die Sache nüchtern betrachtet, dann wird sie nicht jedes Kind abmahnen, sondern eventuell den Leuten einfach schreiben, dass sie die Reaktion runternehmen sollen, wenn es sie bei der Person stört. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass ihre Abmahnstrategie absolut unberechenbar ist. Letztlich erst hat sie KuchenTV abgemahnt, weil es gewagt hatte zu sagen, dass es ihr finanziell nicht gut zu gehen scheint, nachdem sie gesagt hat... Weil ich so finanziell in die Bredouille gekommen bin, nachdem ich aus 11 Monaten aus Ersparnissen gelebt habe, dass ich angefangen habe, einen Sabbat zu machen, weil ich nicht öffentlich machen wollte, wie scheiße alles aussieht und gesagt habe, whatever, ich mache meinen ersten Sabaton, damit ich es irgendwie unter den Tisch kehre. Was ist das? Das ist so ein Twitch-Ding, ne? Chat, ihr müsst mich kurz retten, weil ihr wisst, bester Profi-Streamer ever ist unerfahren. Sabaton heißt, dass man einen Monat ein Sub-Ziel verfolgt? Ja, I don't know, Chat. Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst mich retten. Schwieriges gerade ist, weil ich nicht möchte, dass meine Community aus Mitleid Geld spende. Also um euch die Kausalkette mal aufzuzeigen, Shoyoga sagt, ihr geht es finanziell nicht so gut. Ach, ein Stream-Marathon über mehrere Tage. Ah, um dann damit Geld zu verdienen. Okay, ja, ich verstehe schon, alles klar. Sagt, ihr geht es finanziell nicht so gut und Shoyoga dann so... Ich? Nein! Wieso? Wie kommen sie denn jetzt auf sowas? Und mahnt ihn einfach... Ach, für jeden Sub oder Dono oder Donation wird der Stream länger. Ah... Ich mach das auch immer so, nur dass bei jedem Sub und bei jeder Dono mein Schwanz länger wird. Das ist ein Unterschied, deshalb danke ich euch. Mittlerweile brauche ich halt, deshalb ziehe ich um, ich brauche ein größeres Wohnzimmer, weil ich einfach meinen dicken Schwanz durch eure ganzen Donos halt gar nicht mehr so richtig hier unterbringe unter dem Tisch. Das muss man einfach mal so sagen. Also es funktioniert hier ein bisschen anders, aber im Prinzip machen wir das auch. Ja. Ah, kann man das irgendwo, also gibt es dann so eine Einstellung, wo man sagt, naja, es läuft ein Countdown runter und wenn der Countdown irgendwie abgelaufen ist, ist halt vorbei, aber jeder Sub erhöht den Countdown wieder oder was? Oder... Peachy Vampire fragt, tut das nicht irgendwann weh? Peachy, mir nicht, aber dir. Ja? Aber dir. Um mir mal ein bisschen, um mir meinen Chat mal wieder ein wenig sexuell zu belästigen, ne? Das kam in letzter Zeit einfach mal zu kurz. Ne, Engel? Da ist es einfach aus freien Stücken, dass man sagt, pro Sub eine Minute oder 10 Minuten. Mein Schwanz kommt zu lang und der Chat kommt zu kurz. Minuten oder eine Stunde, I don't know. Statement. Gibt es? Wann machen wir denn unseren ersten Sabaton, Leute? Was ist denn da los? Ab mit der Begründung, dass Kunden von ihr denken könnten, dass sie eine unzuverlässige Geschäftspartnerin sei. Aber es wird noch schlimmer. So wurde KuchenTV auch abgemahnt, weil er da Dosen von Gönnergy, der Marke von Montana Black, im... Pro Sub eine Stunde. Wahrscheinlich. Oder dann kommen hier die 10er Sub-Bombs und 10 Stunden pro... da bin ich ja nächstes Jahr noch am Stream, Alter. Wie geht das dann? Pro Sub eine Minute oder was? Ne, Minute ist aber auch bodenlos, oder? Wie ist das normalerweise, Chat? Ihr wisst es besser als ich. Im Hintergrund stehen hat. Hä? Ihr fragt euch zu Recht, was hat das mit dem Diskurs zu tun, bitte? Ihre Taktik ist nämlich schon lange nicht mehr sauber aus der Sache rauszukommen, sondern einfach nur noch Schaden anzurichten, wo es nur geht. Aber hey, Shoyoka, wenn du noch einmal was gegen Gönnergy sagst, dann kommt Monte deine Gegend und wird deiner ganzen... Ja, guck mal, Monte zum Beispiel hat ihr ja wirklich die Hand gereicht, ja? Ah, schwierig. Pro Sub 5 bis 10 Minuten finde ich anständig, ja. Versagertruppe in Frieden die Hand reichen. Moin, moin meiner Teamfreundung. Hier bedient. Mach da bedient. Ja. So ist auch mit Frauen, Digga. Ja, so ist auch mit Frauen, Digga. Das macht mir immer am meisten Spaß, da irgendwelche Töne hinterzumachen und generell diese Bollywood-Szenen, die feiere ich immer sehr. Das sind die Kleinigkeiten, ne? Es kommt auf ihn zu. Er sagt, also er tritt ihn weg an den Baum und sagt, mach da Pipi. Hier Pipi. Weil Hunde am Baum Pipi machen. Ja. Die bunte Musik wegen Copyright. Und so ist auch mit Frauen, Digga. So ist auch mit Frauen, Digga, nach dem Drehkick, ja? So muss es.
Ey, könnt ihr mich nach der Reaction dran erinnern, dass wir das mal gucken, wo man das einstellt? Ich will einfach nur mal sehen, wie das funktioniert. Absolute Höhepunkt und worüber wir sprechen müssen, sind die Anwälte von Shoyoka. Ich denke, die meisten haben die Thematik mitbekommen, dass KuchenTV zum Nachteil von Shoyoka von dem Bundesverfassungsgericht zu Recht auf Twitch wieder entbannt wurde und die Anwälte von Shoyoka daraufhin beleidigte Leberwurst gespielt haben und ein Sabaton ab Dienstag, ich hätte Zeit. Ich hätte tatsächlich Zeit. Was mal schlechtes Statement rausgehauen haben. Ich möchte auch gar nicht in die Tiefe eingehen oder Name-Dropping betreiben, aber schauen wir uns mal Teile des Statements an, wie diese Anwälte auf ihrer offiziellen Seite ihre Texte formulieren. Eigentlich hat das ganze Theater nur Kindergartenniveau. Allerdings sind die Folgen für unsere Mandantin alles andere als lustig. Wer schreibt bitte alles andere als lustig? Da schreibt man dann konkret die Konsequenzen hin, die das für die Mandantin hat, aber nicht alles andere als lustig. Weil es erschreckend viele Leute aus seiner Gefolgschaft gibt, sind wir wieder im Mittelalter angekommen oder was? Die ihm den ganzen Quatsch abkaufen, den Quatsch ab... Ey, Real Talk, welcher Anwalt redet so? Ey, wirklich, das kann... Also kannst du nicht so unseriös auf deiner Seite schreiben. Das ist doch Eigenwerbung, das kannst du nicht machen. Es ist so lustig. Also als ich den Text gesehen habe, es war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ich wusste, ey, wie gut kann man das bitte verarschen? Wirklich. Kaufen, schreib doch gleich Quatsch. Alter, ich habe manchmal den Eindruck, sie schreibt die Abmahnung selbst. Ja, oder? Das haben wir alle. Und die ganzen Artikel, die hören sich auch alle gleich an. Das ist ja das Ding. Den Eindruck haben wir auch. Also, wir sagen nicht, dass es so ist, aber wir bekommen leider auch den Eindruck. Ja, welcher Anwalt schreibt denn so unseriös? Beziehungsweise der Anwalt hat wahrscheinlich einfach gar keinen Bock mehr auf die ganzen Abmahnungen von Shoyoka. Wobei er ja auch sein Geld damit verdient, ehrlicherweise. Ja, ich danke euch fürs Kompliment, dass die Musik sehr gut passt. Ich fand auch, es passt sehr, sehr gut zum Anwaltschreiben, die Musik. Also, aber die muss doch eigentlich eine ganze Anwaltskanzlei nur für sich beanspruchen, weil sie da ständig irgendwelche Leute abmahnt, oder Chat? Mit Soße, mit diesen Sprachen. Das ist so ein komischer Anwalt, ehrlich? Unprofessionell, also peinlich eigentlich. Ehrlichen Skills würde ich hier nicht mal engagieren, um die Garderobe bei mir zu machen. Um die Garderobe kümmern? Du meinst wie so ein Weichei? Okay, da bin ich ja nur Dammter. Nee, von Seriosität ist dieser Anwalt auf jeden Fall ein bisschen was entfernt. Da ich ja nur Dammter. Und unsere Mandanten ebenfalls. Das ist so eine Sache, die ich noch eingebaut habe mit dem Hut. Ich fand, das hat da gut gepasst. Als das Video schon komplett fertig war, dachte ich mir, da muss noch was rein. Dann habe ich das noch reingemacht. So, ne, es ist so, ne, es entstehen manche Sachen, es stehen auch so dann irgendwann mehr im Fluss dann irgendwann, ja. Was? Welcher Anwalt schreibt denn Dissen? Dissen? Als ob der das geschrieben hat, what? Leider, ist das für dich hier Battle Rap, du deutscher Eminem, du? I have a structured settlement and I need cash now. Call JJ Wentworth, 877 cash now. YouTube hingegen macht nichts und lässt jeden Dreck bis dato zu. Ich liebe das Meme. Ey, jetzt mal ehrlich, Leute, so schreibt doch kein Anwalt auf seiner offiziellen Homepage. Ich fühle mich gerade eher so, als würden Shoyokas Anwälte in der Shisha-Bar mit einer Bomberjacke vor mir sitzen und sich gerade eine Doppelapfel in die Lunge pfeifen. Und Leute, ich sag euch ehrlich, wenn ich mir diese Formulierung anschaue, dann würde ich mich persönlich lieber von Annalena Baerbock vertreten lassen. Dass wir einen wirklichen umfassenden Schutzsturm für unsere Allianz aufbauen. Oh Mann, jemand in Frieden die Hand zu reichen kann ganz schön auslaugen. Deshalb denkt daran, euch nochmal gut zu hydrieren, bevor wir heute zum Highlight-Kapitel kommen. Mann, so ein Drehtag macht echt Durst. Bro, ich würde das nicht trinken. Seitdem Jay die Partnerschaft mit Just Legends hat, hat er einen 6. Oh nein, jetzt kommt's. Sinn dafür, wenn wir überzuckerten Müll trinken. Und das gefällt ihm gar nicht. Ach, das wird ihm schon nicht auffallen, Mann. Ja! Was hast du getan? Was hast du getan? Jay kommt, weil die Just Legends Werbung bei euch eingeschlagen ist. Hier eine Granate netzen. Alter, macht die Werbung doch noch lauter, damit selbst der letzte Taube da was von mitbekommt. Immer lauter. Video gibt es heute den Nachbar. Ich will, dass du das Video hörst und dein Nachbar hört aus im ganzen Umkreis von 100 Meter Entfernung hören deine Nachbarn, dass du eine Just Legends Werbung hörst. Damit ihr verdammt nochmal Just Legends kauft, ja? Ne? Gibt Zucker keine Chance mehr. Da bin ich. Arschlag, denn Jay Riddle sagt zuckerhaltige so komm ich zu euch nach Hause. So komme ich zu euch nach Hause, wenn er irgendwas Zuckerhaltiges öffnet. Da komme ich so angelaufen, wie ein Jara. Kampfern. Ja! Jetzt, wo die Gefahr gebannt ist, tanzen wir. Denn es gibt 20% bei Just Legends.
Gönnt euch Jujutsu-Drachenfrucht für maximalen Fokus oder für frischen Geschmack Raspberry Vanille. Für die nächsten drei Tage gibt es einmal 20% Rabatt, ausschließlich mit dem Code J. Andere Partner schauen dumm aus der Wäsche. Achtung, Just Legends verursacht die Nebenwirkung, dass ihr attraktive Frauen anzieht und in jeden in Club reinkommt. Wow, 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 stopp. Hier ist Endstation, Kollege. Mit dem Outfit kommst du hier nicht rein. Ich glaube, Sie wissen wohl nicht, dass ich Markenbotschafter für Just Legends bin. Oh, tut mir leid, ich wusste nicht, dass Sie so einem renommierten Etablissement angehören. Ich dachte schon, Sie gehören zu den Trotteln, die irgendeine Billigmarke bewerben. Oh. Jo. Das trifft ihn ja auch, weil er ja bei der Serie... Ah, ist ja lustig. kann er sich natürlich auch angesprochen fühlen. Nein, war natürlich Spaß, die haben es mega lustig aufgenommen. Also er hat es lustig aufgenommen, mit ihm habe ich nicht so den Kontakt. Aber ich denke daran, der fand das auch lustig, wenn er es gesehen hat. Die verstehen ja beide Humor. Oh. Haben nur halt leider keinen Späßchen-Häschen. Mein Gott. Okay, jetzt weiß ich, was ihr meint. Okay. Checkt den Link in der Beschreibung aus, macht den besten Deal bis zum 24.03. Unterstützt den... Oh Gott, wie unangenehm. Badiatischen Anführer und genießt mit mir Just Legends. Erscheinen sie, sonst weinen sie. Hier hast du ein bisschen Pulver für den Feierabend, aber nimm nicht alles auf einmal. Danke, Bro. Kapitel 2. Shoyokas Selbstzerstörung. Ich möchte euch eine Legende von einer frustrierten Frau erzählen, welche immer alle anderen... Ja, aber Chad, ich fand es jetzt nicht schlimm, war ja lustig. ...für ihre eigenen Fehltritte verantwortlich macht. Ihre geistigen Ergüsse altern wie Milch und ihre schlagfertigen Worte wirken mit der Durchschlagskraft eines Hammers. Ihr aktuellster Zorn richtet sich gegen einen Spiegel-Netzwerkartikel, wie lieber ist. Aber gut, bei der Szene haben viele zusammengezuckt, komischerweise. ...in dem unser allerbester Freund auf der ganzen weiten Welt Hand of Blood interviewt worden war und alles in allem eine differenzierte Meinung zu aktuellen Geschehnissen abliefert und um Gottes Willen wird Shoyoka sauer, wenn sie differenzierte Artikel liest, die minimal von ihrer Fantasiewelt abweichen. Kann er seine Videos einmal richtig Ton mixen? Ja, die Werbung war ultra laut, ne? Also er hat wahrscheinlich, oder das ist halt bei mir auch so, dass ich die Werbeblöcke separat aufnehme. Und da hat er wohl scheinbar mit zwei verschiedenen Tonen. Genau so ist es. Aber Werbung muss auch im Schnitt immer ein bisschen lauter sein, damit sie sich abhebt. Und ich will ja auch, dass die Werbung reinhaut. Das heißt, man kann viel auch mit Lautstärke machen, ne? Auch wenn es für manche dann natürlich voll der Sprung ist. Im Großen und Ganzen könnte ich das natürlich bestimmt noch irgendwie besser machen, aber meistens bin ich dann eh immer kurz vor knapp mit den Videos fertig. Das ist gar nicht so einfach. Uneinstellung gearbeitet. Passiert. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich bin der Senat. Noch nicht. Dann handelt es sich um Verrat. Er redet über die Debattenkultur, spricht darüber, dass er sich in den letzten Jahren zum Positiven verändert hat, scheint absolute Standpunkte mittlerweile abzulehnen, fordert mehr Verständnis füreinander und distanziert sich davon, sich von anderen Bubbles abzukapseln, weil das für den Diskurs nicht zielführend ist. Kurzum, er distanziert sich von all den Dingen, welche ihm mitunter in meinem Löschstich überspitzt vorgeworfen wurden und ich muss ehrlich sagen, ich kaufe ihn das ab. So sagt er zum Beispiel, dabei ist es einer der Grundsteine unserer Demokratie, dass man diskutiert und auch mal agree to disagree fährt, wenn jemand anderer Meinung ist. Abkapselung führt nur dazu, dass wir in gespaltene Bubbles abdriften und ja, mir ist bewusst, dass ich das vor einigen Jahren noch anders gesehen habe. Okay, Henno scheint sich in den letzten Jahren reflektiert und verbessert zu haben, insgesamt etwas basierter zu sein, als wir angenommen haben, eine stabile linke Zecke vielleicht sogar mittlerweile, wo... Finde ich übrigens wirklich, also ich fand das Statement von ihm, also diese Sachen, die er gesagt hat, echt gut. Also so wie er über diesen Debattenkampf gesprochen hat, fand ich relativ reflektiert auf jeden Fall. Also den Sternartikel, den kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen, wenn ihr darauf Bock habt. Wo ist jetzt das Problem, fragt ihr euch. Und um das zu verstehen, müssen wir uns einmal tief in die Gedankenwelt von Shoyoka hineinbegeben. Nee, das, ich glaube, schwieriger geht's nicht. Ich glaube, genau auch so sieht's aus in ihrer Gedankenwelt. Die tropischen Vibes. Ich verstehe auch nicht. Sucht ihr auch teilweise aktiv nach Dingen, die man abmahnen kann? Ich glaube, anders kann es ja... Peachy Vampire ist auch hier. Peachy, du betrügst mich. Peachy, was los? Ich hab dich ja auch gesehen. Was denn da los? Stehst du jetzt auf blond oder was? Ich werd so schnell eifersüchtig, verdammt nochmal, Peachy. Dass das nicht nochmal passiert, ja? Ne? Sonst werde ich den Mann verschwinden lassen. Ja? Wie Falco sagen würde, ja? Jeder weiß es. Du gehörst zu mir! Peachy! Quit lemon on dreams, Peachy. Life is not what it seems. Na 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 na. Ja? Kann ja nicht sein.
Und denkt ihr, die macht Geld damit? Oder das ist so eine Business-Idee von ihr? Weil sie hat doch mal in diesem einen Ausschnitt, den Jay gerade gezeigt hat, oder den KuchenTV ja auch schon mal gezeigt hat, gesagt, dass es ihr finanziell halt schlecht geht oder ging. I don't know. Ich möchte mich daran nicht beteiligen. Ihr wisst Bescheid. Der Anwalt kostet, aber wenn man jemanden abmahnt, dann muss der Abgemahnte in der Regel diese Kosten ja auch übernehmen. Das heißt, vielleicht geht sie ein gewisses Risiko ein und denkt sich, dass sie damit eventuell Geld verdienen könnte. Also, ich kann mir das nicht anders erklären, wenn man auf jeden Scheiß... Ich glaube nicht, dass das ihre Masche ist, um Geld zu verdienen. Damit verbrennt man eher Geld, weil am Ende gewinnen nur die Anwälte. Die haben am meisten Geld dann. Also, alles andere ist immer doof. Ist genauso für KuchenTV auch doof, wie viel der an Anwaltskosten bezahlen müsste wegen der ganzen Scheiße. Also, auch das lohnt sich eher weniger, die ganzen Anwaltssachen. So viel kann ich dir sagen, mein Freund. Also, nee, das ist kein Beweggrund von ihr. So rumreitet wie sie, weiß nicht. Hand of Blood hatte es nämlich dreist gewagt, in einem ewig langen Artikel eine einzige Frage zum Thema Shoyoga zu beantworten. Und als wäre das nicht schon schlimmer als Völker-M, hatte er sich auch noch erlaubt, nicht ein... Faultier, warum ist das so? Werbung für dich ist echt einfach zu machen, wusstest du das? Warum? Erklär's mir. 1:1 das Bild von Shoyokas Fantasieland wiederzugeben und schreibt absolut realistisch: Der Streit zwischen KuchenTV und Shoyoka mit etlichen Videos von ihm und etlichen Streamstunden von ihr lässt sich kaum noch überblicken. Das ist eine Art von Diskurs, die absolut destruktiv ist von beiden Seiten. Und selbstverständlich gefällt dieser menschenunwürdige Vorwurf, dass Shoyoka auch etwas Schuld tragen könnte an der Misere Fräulein Perfect überhaupt nicht. Keep getting away with it! Shoyoka fühlt sich aus reiner Gewohnheit heraus mal wieder unfair und patriarchal systematisch unterdrückt und fängt mal wieder an, auf 3 Liter Cola Intus die Tastatur mit ihren Twitter-Posts zu misshandeln. Für die Leute, die dieses Naturereignis noch nie miterleben durften, lass mich einfach sagen, wenn ihre Twitter-Page eine Person wäre, dann würde sie definitiv so aussehen. Was ist euer Handwerk? Mihono, haust du noch mal 5 raus aus der Glocke? Was ist denn los mit dir heute schon wieder? Der zieht schon wieder seinen Katana und da ist er wieder mit 5 Gegner ganz kurz weggeschleppt hier. Zack, zack. Ey, dankeschön für die 5. Was hat man, Brudi? Liebe geht raus, mein Freund. Liebe geht raus. Diesen Außen habe ich gesehen. Das ist echt lustig. So wild. Ich habe das gesehen und dachte mir, als 1:1 Shoyokas Twitter-Verlauf. So schreibt sie über Henno: Ich habe mich nach dem Stream, wo Max Monte bei sich im Stream zu meiner Situation befragt hat, privat bei Max gemeldet und unter anderem darum gebeten, dass er mich zumindest vorwarnt, wenn er sowas macht. Weil das immer Dutzend neue Videos und Artikel bedeutet und ich auf allen Kanälen damit konfrontiert werde und hunderte Leute Statements von mir dazu fordern, weil Max immer noch als eine Person aus meinem direkten Umfeld wahrgenommen wird. Im Prinzip heult sie herum. Warum denkt sie auch immer, dass sie der Mittelpunkt der Welt ist, ne? Das fragen wir uns auch. Das fragen wir uns auch seit Ewigkeiten, Bruder. Ich fühl dich. Das fragen wir uns immer noch. Und ich bin in der Thematik drin, aber das fragen wir uns immer noch. Das sind so offene Fragen in meinem Fragenkatalog. Ich befürchte auch, die werden so schnell nicht beantwortet werden. Ich hoffe auf irgendwann so eine Biografie von Shoyoka, wo ich dann lesen kann und dann sehe, ah, okay, da sind die Antworten, nach denen ich gesucht habe. Eine Biografie von Shoyoka würde ich mir unironisch wahrscheinlich kaufen irgendwann und dann einfach... Um nochmal ein Video dazu, nein, Spaß. Nervt auch so hart. Bei Hand of Blood ein eigener Mensch ist und in einem ewig langen Interview einen Satz zu Shoyoka gedroppt hat, der ihr wie ein Pups querlegt und probiert jetzt ihren naiven Zuschauern zu verkaufen, dass aus diesem... Aber ihr kennt die Bubble wahrscheinlich besser als ich, diese Shoyoka-Bubble. Ist ihre Community genauso drauf wie sie? Also hat sie da immer so krassen Rückenwind, wo viele Menschen sagen, yo, das geht voll fit, was sie macht? Ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, so wirklich. Ja? Das kann... Das Problem ist ja, sie ist ja innerhalb ihrer Ja-Sager-Truppe und die befeuern sie leider noch in dem, was sie tun. Also die halten sie ja nicht davon ab, sondern die befeuern sie noch. Und sollte dann irgendwer probieren, sich halt dagegen zu stellen und zu sagen, ey, das ist nicht so cool, was du machst, dann wird der auch voll das Angriffsziel, wie es mit Henno passiert ist. So ist das meistens leider, ne? Dann werden die vor den Bus gestoßen und Judas. Ne? Übrigens, vielen, vielen Dank an Mrs. Blaxo. Mrs. Blaxo, hast ja einfach mal so... unauffällig eine 5er-Bombe gezündet hier auf ganz entspannt. Liebe geht raus. Ich lasse dich nochmal 3-mal hoch ahuhen. Gerne alle mal ein Ahu raus. Und für Mrs. Blaxo brauchen wir bitte ein High Five, ja? Wir brauchen ein High Five in den Chat für die gute Frau. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank für den Support. Mrs. Blaxo. Kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Einen Satz krasse Videos gegen sie erstellt werden. Und ironischerweise habe ich von dem Artikel überhaupt erst mitbekommen durch deinen Twitter-Post. Die einzigen Gründe, warum in der Regel Videos... Die hetzen die auf? Oh mein Gott, okay.
Okay, ich muss mir das, glaube ich, mal selber angucken, weil ich kriege das ja immer nur am Rande mit, weil ich die Videos halt sehe, wie jetzt das Video von Jay oder von KuchenTV, haben wir ja auch schon viele Videos gesehen. Aber ich war selbst noch nie dabei und dachte mir immer so, kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Danke, Blaxo. Aber scheinbar doch. Dankeschön. Sind, dass du irgendwelche dämlichen Aussagen bringst, sei es in Persona oder auf Twitter-Page, du maximal dämlich und unreflektiert von selbsternannten Feministinnen Schutz genommen wirst. No means no! Oder weil du mal wieder Abmahnungen durch YouTube Deutschland schickst oder andere Influencer ankackst, die nicht deiner Meinung sind, so wie du es im Folgenden mit Hand of Blood... War das nicht auch so? War das nicht das eine Video, ankackst, die nicht Moment. Deiner Meinung sind, so wie du... Oder weil du mal wieder Abmahnungen durch YouTube... Abmahnung wegen Gönnergy, genau. Ich meine, das haben wir gesehen. Hat sie nicht KuchenTV abmahnen lassen, weil er in seinem Hintergrund Gönnergy-Flaschen... Ja, das hat er. ...F geht und es ist nicht gut von mir gewordet, dass beide Seiten destruktive Diskursführung betreiben, obwohl eine Seite mehr als nur einen Schritt weiter ging. Da muss ich jetzt hin und zum ersten Mal einen Schutz nehmen, denn man kann das genauso sagen, ohne einen Shitstorm erwarten zu müssen, denn Shoyokas Diskursführung ist schon ziemlich destruktiv. So probiert sie ihre Gegner immer wieder inhaltslos und ad hominem-mäßig als Volksverhetzer, Frauenfeind oder sonst was. Ach. Harmlos da armlos. Die verzerrt auch die Twitter-Posts zum Beispiel von Skyros und ihre Ja-Sager liken das, schreibt er. Ja, tatsächlich, ne? Das stimmt definitiv. Oder, keine Ahnung, die verstehen es einfach chronisch falsch. Das kam auch schon vor. Das ist einfach Dinge falsch verstehen, ne? Vielleicht nicht mal verzerren, sondern sie verstehen einfach Dinge bewusst falsch. So, also vielleicht auch unbewusst falsch, ne? Also, ne, zum Beispiel dieser Post mit, wo Monte gefragt hat, wollen wir uns in Frieden die Hand reichen? Und sie macht daraus, willst du mich hier zusammenschlagen? Also, das macht vorne und hinten gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Ach, und Shoyoka hat das Video von Alicia Joe nicht mal gesehen? Ja, aber wie kann man ein Video kritisieren, was man nicht gesehen hat? Chat, wie funktioniert das? Was zu diffamieren. Anstatt in den inhaltlichen Diskurs zu gehen, lehnt klärende Gesprächsangebote ab. Stopp! Sonst trägt sie gleich einen auf die Schnauze. Betreibt absolute Cherrypicking, probiert Leute zu D-Plattformen also zu canceln, erschafft mit der Gönnergy-Thematik Kriegsnebenplätze und hat meines Wissens nach keinen einzigen Fehler wirklich eingesehen. Selbstverständlich ist das mindestens destruktiv, was auch sonst. Na gut, außer man gehört zu Shoyoka und ihrer Zuschauerschaft, die ihr alles blind nachplappern. Oh Gott. Ich bin übrigens kein Nicht-Betroffener. Die eine Hälfte des Internets kritisiert seit Monaten, dass ich mich an... Das Ding ist halt, ich nehme halt immer die wildesten Klicks. Seitdem ich dabei bin, sind wirklich die wildesten random Klicks dabei. Und dann hatte ich bei einem Clip Shoyoka, wo sie auf so einer verwirrten Frau drauf war. Und dann sagt sie, ich werde pathologisiert. So, keine Ahnung, was kommt als nächstes? Sagt sie, ich werde faultierhiert oder was, ne? Weil sie jetzt Zit war oder was. Also, natürlich ist das einfach, habe ich ihn eingefügt, weil es ein passender Clip war. Aber, ey, wirklich, wie kann man da so viel reininterpretieren? Wirklich. Ich werde pathologisiert, ergreift meine psychische Erkrankung an, bla bla bla. Nichts damit zu tun gehabt. Nichts. Angeblich auf Shoyokas Seite geschlagen hätte. Die andere Hälfte unterstellt mir, ich hätte mich nicht mit ihr solidarisiert. Und damit hat er durchaus einen Punkt. Natürlich ist er davon betroffen und steht zwischen den Stühlen. Und ich finde dafür, dass Shoyoka ständig fordert, dass man mit Betroffenen sprechen und ihnen zuhören soll. Bitte sprecht mit Betroffenen. Ist sie selbst erschreckend empathielos und scheiße darin. I love it. Also Chat, man kann doch jetzt quasi davon ausgehen, dass Jay Riddle für das Video doch zu 1 Million% eine Abmahnung bekommen wird, oder? Noch also, nicht. Also ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Shoyoka das alles bekommen. So stehen lässt. Ich habe noch keine bekommen, meine Damen und Herren. Ja. Also wenn doch, dann klar, dann gehen wir vor Gericht. So ist ja gar kein Thema, aber, ne, aber ich habe noch keine bekommen. Und dabei war schon seit Monaten meine Antwort auf die andauernden Fragen von allen Seiten. Der Anwalt tippt schon, Chat. Ich unterstützte ihre Absicht, positive Werte zu vertreten, doch ich unterstütze nicht ihre Art und Weise, Diskurs zu führen. Und auch damit stimme ich Hand of Heldenhaft absolut zu. Auch ich unterstütze grundsätzlich die Ziele, die sie hat. Wenn es ihr darum geht, auf Diskriminierung aufmerksam zu machen und diese zu bekämpfen. Aber bei der Art und Weise, wie sie es tut, scheißt sie halt immer komplett rein. Ihre Ziele sind nobel, aber ihre Umsetzung sieht im besten Fall so aus. Das ist absolut Rotze. Und was jetzt passiert, ist absolut für die Geschichtsbücher. Denn nach diesen harmlosen Tweets von Hand of Heldentat brach für Shoyoka und ihre Followerschaft eine Welt zusammen. Was ist denn mit Carsten los? Der Clip ist auch schon sehr, sehr alt. Und wo haben wir letztens gesehen, dass man diesen Clip eigentlich nicht mehr benutzen sollte? Weiß ich gerade nicht mehr.
Ich habe auch irgendwas in die Richtung gelesen. Wollte mir mal erklären, warum darf man den nicht mehr benutzen? Also ich habe mir bei dem Clip nichts Böses gedacht. Ich kannte den noch von damals. Aber hat der irgendwie eine unangenehme Geschichte oder so? Ist da irgendwas dahinter? Weil ich weiß nur, also es fanden viele halt damals diesen Clip, der ist halt viral gegangen. Den fanden viele total lustig. Aber wüsst jetzt nicht, dass der problematisch ist. Keine Ahnung, vielleicht, kollektiv sind wir klüger. Vielleicht habt ihr ja da eine passende Antwort, warum der nicht mehr in Ordnung ist. Ich weiß es nicht. Das sieht gar nicht gut. Was tun, wenn man Betroffene von Frauenhass einen dafür kritisieren, dass man sie in die Scheiße geritten hat? In die Scheiße geritten ist hierbei wohlgemerkt, in einem Spiegelartikel zu erwähnen, dass der Diskurs von beiden Seiten nicht zielführend ist. Das, meine Freunde, ist in der Welt der Woke-Bubble in die Scheiße reiten. Nicht etwa, was Dave gerade macht, komplett zu übertreiben, damit wieder eine... Was mit dem Clip ist, haben wir das von dem... Ich glaube, das war im Video vom dunklen Parabelritter... Und da ging es darum, dass Reaction-Streamer, wie auch ich zum Beispiel, das verbreitet haben mit dem Anzeigenhauptmeister und dass es halt deshalb jetzt zu so einer Situation gekommen ist, dass er angegriffen worden ist und dann war als Vergleich unter anderem dieser Carsten oder andere Internetfilme. So, was schreibt hier Lara ohne Filter? Schreibt nichts gegen Jay Riddle. Gut, dass du den Satz so startest, aber ich finde halt auch, zu jedem Shoyoka-Furz ein Video zu machen, ist auch nicht wirklich sinnvoll. Aber das mache ich ja nicht. Also das muss man ja sagen, da ist ja Kuchen.tv eher da, der bei jeder Sache da ist. Ne, zum Beispiel, wie wenn sie irgendwie einen Artikel geteilt und dazu ist dann ein Video entstanden. Aber ich sammle ja wirklich die Sachen. Und wenn dann viele Sachen dabei sind, und diesmal war es auch diese Abmahngeschichte, wo es mir so rüberkam, als wenn sie alle Reaction-Streamer abmahnt oder abmahnen möchte, natürlich mache ich dann ein Video dazu. Das ist ein Riesending. So, ne? Also zu jedem Furz mache ich auf. Also das kann man mir eher schlecht vorwerfen, tatsächlich. Aber gut. Phänomene, die durch die Verbreitung von Reaction-Streamern oder und so weiter. Der Typ hatte einen Zuckerschock und einen Kampfanfall und wurde vom Fernsehteam ausgenutzt. Das Video hat ihm wirklich extrem geschadet und beinahe sein Leben zerstört. Ehrlich? Ach, Digga, das ist ja krass. Das habe ich nicht gewusst. Heftig. Dass die halt negative Konsequenzen zu tragen hätten. Ja, sorry dann. Da gab es ein gutes Video vom Parabelritter und er hat halt klargestellt, dass man diese Ausschnitte eigentlich ja besser nicht genutzt hätte oder auch jetzt nicht weiter nutzen sollte. Reaktion zu provozieren. Nee, einen Satz über Shoyoka in einem Interview zu erwähnen, das ist in die Scheiße reiten und davon wird sie sich nie wieder erholen. Gute Besserung. Der Typ, der das hier schreibt, ist übrigens eine sehr problematische, vielleicht so... Weil das Fernsehen das nicht verbreitet hat. Ja, ich habe das auch kritisch bewertet, was der Parabelritter gesagt hat, aber mir fiel das jetzt in diesem Moment nur ein, weil es explizit um diesen Ausschnitt ging. Dazu noch arbeitslose Personen, weil er den ganzen Tag Zeit hat, irgendwelche Threads zu erstellen, die ihn im Internet blamieren. Und nebenbei dazu halt noch der größte Fan von Shoyoka. Sein Internetauftritt gegenüber Shoyoka lässt sich circa so zusammenfassen. Ist es wahre Liebe? Ah, ehrenhaft. Wer kennt ihn? Eins in den Chat. Das ist halt so Dave, ne? Es passt halt leider. TikTok-Videos, so brutal. Er ist Frank. Die nie mehr vergeht. Sie gehört zu mir, wie mein Name an der Choreo. Tür. Die Choreo macht's auch. Legendär. Und auch andere YouTuber haben schon ein Video über ihn und seine Kollegen gemacht. Und wenn ihr wollt, dass eine Der wird noch ein paar Auftritte haben im Zerstörung der Woke-Bubble-Video. Da wird Dave nochmal thematisiert. Da muss er natürlich auch zurückkehren als sein Pendant. Störung der gesamten Woke-Bubble kommt, lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Weiter geht's. Ehrlich. Man wirft sie seinen 731.000 Followern zum Fraß vor, damit sie von noch mehr Leuten belästigt wird und inszeniert sich als Betroffener, weil man Hand of Woke genannt wird. Stimmt ja, er wirft sie nicht nur seinen 731.000 Followern zum Fraß vor. Gut, dass du die genaue Anzahl nochmal erwähnt hast, sonst hätte ich es vergessen. Er sorgt auch dafür, dass ihre Täter sich an der Situation ergötzen. Wirklich, um maximal immer rauszuholen. Da erwähnt das, hier erwähnt das nochmal. Also, ich glaube, irgendwer hatte auch mal einen Post gemacht aus der Woke-Bubble, da hat er geschrieben, du gehst mit deiner vollen Reichweite drauf. Ja, was soll er denn sonst machen? Soll er mit der Hälfte der Reichweite drauf gehen? Soll er so sagen, okay, mein Twitter-Post wird nur der Hälfte der Leuten angezeigt? So, was sind das für dumme Aussagen? Natürlich.
können, konntet auf ihren Rücken machen und. Ey, stellt euch mal vor, ihr antwortet auf einen Tweet mit Anschuldigungen gegen euch und erwähnt lediglich, dass ihr die Art und Weise des Diskurses von Shoyoka nicht gut... Ja, ich weiß halt auch for real nicht, warum man jetzt da die Followerzahl reinschreiben muss. Tut halt auch einfach nicht zur Sache. Gut findet. Und die Woke-Bubble erwähnt in ihrem Wahnsinn, dass du sie 731.000 Followern, ich glaube so viel waren es, ne, zum Fraß vorwirfst. Die sind einfach überdramatischer als John Wick im letzten Teil bei der Treppenszene. Meine Ohren. I never hit so. Ich finde das gar nicht so schlimm, ich finde das gar nicht so laut. Also ich weiß gar nicht, was er hat. Er soll nicht mit seinen auf 280 hören, vielleicht mit der Lautstärke. All I wanted was to break you. Erstmal unsolidarisch sein, Urgroßvater sein und dann Mittäter werden, stark. Als man denkt, es könnte nicht fiebertraumhafter werden, holt Dave so richtig aus und bezeichnet Hand of Harmony bedürftig jetzt auch noch als Mittäter, weil er ihr nicht bedingungslos in allen Punkten bei... Dave noch viel, viel mehr erdrückende Beweise dafür. Es ist ganz klar, Hand of Blood hat Shoyoka komplett vor den Bus geworfen. Er war ein Jahr lang unsolidarisch, hat zweimal ihren Tätern geholfen, wurde dafür kritisiert und weil er sich die Kritik nicht bieten lassen will, beteiligt er sich nun selbst daran, Pia zu... Seth Spectacle schreibt, die Treppenszene ist der Hammer. Ja, die war echt, also von der Actionhaltigkeit war die Treppenszene genial. Ich fand's halt krass, er hat sich halt bis nach oben gekämpft, dann wird er wieder runtergetreten und fällt die ganze Treppe wieder runter und muss wieder hoch. Das war's. Es war's halt, was ich relativ lustig fand. Also bei John Wick 4. Na gut, Dave, wenn du das sagst, dann würde schon so sein. Aber schauen wir doch mal nach, wie krass er bei Pia Schaden angerichtet hat in dem Video, welches du mitgepostet hast. Falls ihr... einfach nur meine Meinung dazu wissen wollt, also ich will das hier... Die Lebensanzeige von Shoyoka, ach du... Naja, er meinte ja, er hat ganz viel Schaden angerichtet bei Pia, da wollte ich mal gucken, mit einer Lebensanzeige dementsprechend, wie viel Schaden er denn wirklich angerichtet hat, ne? Das ist ja so besser visualisiert, sag ich mal, ne? Herrlich. Scheiße, ey. Gar nicht weiter aus, weil ich will hier eigentlich nur Spaß und Freude und zocken und wenn ab und zu Tacheles geredet wird, so be it. Aber ich will das Thema jetzt gar nicht weiter ausweiten. Wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt, schaut euch den Spiegelartikel an, das Interview. Ich finde es sehr gelungen. Es repräsentiert meine aktuelle Gedankenwelt ganz gut. Und schaut euch auf Twitter gerne mein Statement an und macht euch bitte dann ein eigenes... Wie süß er lacht. Ach, schön. Schön, dass es seinen Humor getroffen hat. Bild. Es ist so scheiße. Es ist einfach widerwärtiger Humor. Ich will damit aber nicht herrlich sagen, dass ihr meine Meinung sein müsst. Ich will euch damit nicht sagen, dass ihr jetzt auf Shoyoka losgehen sollt. Bitte auf keinen Fall. Ich trete hier gerade nur für mich ein. So viel Schaden hat er angerichtet. Wirklich. Ey, wie kann man denn diesen Clip hören, diesen Clip reposten? Ich habe den ja 1:1 so genommen. Dieser Clip war das 1:1. Und den repostet Dave Ocelot oder wie auch immer man ihn nennen möchte, schreibt darunter, er hat so viel Schaden bei Pia angerichtet. Also wie kann man denn so verblendet sein? Also da muss doch immer schiefgelaufen sein. Wie kommt man denn zu der Annahme, meine Damen und Herren? Null zu Lot, ja. Auch nur für mich. Digga. Es ist so okay, wild. Wenn du weiterhin was mit Pia machst, es ist okay, wenn Person X macht, ich cancel die jetzt nicht. Aus. Ich trete einfach nur für mich ein. Punkt. Feierlich. So. Und jetzt haben wir jetzt auch Schluss. Ich würde es wirklich gerne dabei belassen wollen. Und. Ja, Chad, Shoyoka besiegt. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Da nochmal den Joke vom Anfang aufgreifen für die Leute, die den ersten gefeiert haben, dass sie den hier auch feiern. Ich bin im Arsch, das passt halt zu Shoyoka, ne? Vollkommen überdramatisch. Also mit diesen harten Worten hat Hand of Handkantenschlag bei Pia mehr Schaden angerichtet als bei allen Dark Souls Gegnern in der Papa Platte Challenge zusammen. Ich hoffe, sie wird sich irgendwann davon erholen können. In ihrem jetzigen Zustand kann ihr Yamonte unmöglich die Hand reichen. Ich bin eine Frau. Boah, seine Einspieler, ey. Also wenn ihr mit Kopfhörer hört, ne, dann, ey, da fliegt einem doch das ganze Gehör weg. Frauen sind die Hunde. Niemand hat sich mit mir solidarisiert, also solidarisiere ich mich auch nicht und werfe betroffene Sift-Twitter zum Fraß vor. Also entweder hapert es da vehement an der Auffassungsgabe und der Fähigkeit, Wörter richtig zu verarbeiten. Weil ich Wörter nicht verstehe, die ich nutze. Oder aber Shoyoka pro... Das ist... Ich merke immer wieder, ich muss, glaube ich, demnächst mal Mäuschen spielen und ihre Streams verfolgen.
Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass du das machen möchtest. Wir hatten gerade festgestellt, Proletopia ist jetzt seit einer Woche dabei und der sieht gar nicht gut aus. Das könnt ihr euch in der Reaction angucken. Die, ich weiß nicht, wann die hier jetzt online kommt, aber die heißt Shoyoka denkt, sie wäre OnlyFriends. Ja? So heißt die Reaction. Da könnt ihr mal reinschauen. Da hat Prolle, da hat Prolle auf sie reagiert. Es war herrlich. Weil da passieren scheinbar interessante Dinge. Um es mal vorsichtig zu kommentieren. Mal wieder einen Schuldigen zu finden für Dinge, die sie selbst verbockt hat. Wodrin sie natürlich seit Monaten besonders glänzt, denn sie gehört wohl zu der Kategorie Mensch, welche beim Fassen in die Steckdose den Stromanbieter die Schuld gibt, wenn sie einen Stromschlag bekommt. Tenno erklärt konkret, wie er sich mit der Situation fühlt, sagt, er spricht wirklich nur für sich und die Leute sollen sich eine eigene Meinung bilden und... Das möchtest du nicht wirklich. Doch, einfach um es mal zu sehen. Ich kenne diese Clips, wie gesagt, nur aus Kuchen-TV-Videos, aus Jerry Riddle-Videos, aus irgendwelchen anderen Shoyoka Front-Videos. Ich habe das noch nie selbst gesehen. Ihr tut so, als wäre der Betroffene zum Wistbitter zum Trafo-Werfen so abgelaufen. Alter Junge, ich kriege einen Hörsturz hier gleich. Ja. Verschenktes Potenzial. Da hätte ich, ist mir erst aufgefallen, als ich es hochgeladen hatte. Da hätte ich noch einspielen sollen. Das ist so eine Rotze. Schade. Aber mir passieren leider auch Fehler. Mund putzen und weitermachen. Bei der Woke-Bubble hat man echt manchmal das Gefühl, als würden sie extra Dinge mit einer Brechstange reininterpretieren, damit sie wenigstens irgendwas haben, an dem sie sich ihre Finger wundtippen können. Vor allem halt Shoyoka und Dave, wobei man letztere noch zugute halten kann, dass er damit wenigstens auch seine Ziele erreicht, dass Mama ihn beachtet. Wenn Dave es dann sogar mal geschafft hat, dass Mama Yoka seine Tweets repostet, dann hatte er so eine... Ich schaue Jay immer mit in ihr Kopfhörern, der Schmerz gehört dazu. Oh Gott. Der Schmerz gehört dazu. Was bist du? Ey, was bist du für ein Arschloch? Ich schaue Jay immer mit In-Ear-Kopfhörern. Der Schmerz gehört dazu in Sparta. Es ist ein underrateder Comment. Fufin, Poffen, 8-5, es ist ein underrateder Comment. Danke. Danke dafür, du Arschloch, ey. Ich schaue Jay immer mit der Hand in der Hose, schreibt Jakori. Seine Videos sind schmerzhaft, ey. Hört einfach auf. Hör auf, Pinguini. Hör jetzt auf. Ja, ich finde die Einspieler super geil, aber mein Gehör fliegt gleich weg, ehrlich. Einen richtig geilen Tag und fährt so in den Feierabend. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang gespielt. Man kann ja nur sagen, dass Shoyoka und Dave hier komplett überreagieren und aus einer Mücke einen Elefanten mit Schnappatmung gemacht haben. Und jetzt wundern sie sich, warum der ihren Porzellanladen zerscheppert und probieren aus Gewohnheit jemand anderen zu suchen, der die Schuld an all dem trägt. Gott sei Dank hat man jetzt aber mit Hanno einen passenden Sündenbock gefunden, der dann einfach mal den Gollumkopf hinhalten darf, damit sich Shoyoka am Ende des Tages nochmal etwas besser fühlt. Nach meinen Informationen soll sie sogar im Discord über ihn hergezogen sein. Ich bin froh, dass ich andere Menschen hatte. Wenn ich nur in Spandau gelebt hätte, hätte ich das letzte Jahr nicht. Wichtig ist, Kinder. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Danke. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Mhm. Ne? Mit Geschlechtskrankheit. Es kann natürlich auch sein, dass ich den Satz eventuell fehlinterpretiert habe. Wenn ihr eine andere Idee habt, dann findet er lustig, ne? Ja, korrigiert mich doch gerne. Ja, ja. Denn im weiteren Verlauf zieht... Moin, Kroni, grüß dich. Sie noch weiter über ihren Ex-Freund Ehrenmann Kalle her. Ich habe mich von Kalle getrennt, weil ich mit ihm keinen Monat länger durchgehalten hätte. Aber schön, dass er öffentlich darüber redet, wie froh er ist, dass es vorbei ist. Während er die Trennung... Ich brauche gleich erstmal was gegen Kopfschmerzen nach dem Video, ernsthaft. ...nicht akzeptieren wollte. Meine Güte, Shoyoka, bist du eine kleine Lästerschwester, gefällt mir. Nur, dass du es halt nicht mit engen Freunden machst, was schon schlimm genug wäre, nö. Du machst das ganz dreist in einem random Chat. Aber ey, ich kann dich schon verstehen. Meppo161 sieht schon echt vertrauensvoll aus und Jay Riddle sagt... Wir brauchen alle einen Meppo 161 in unserem Leben, der uns volle Soli gibt. Deshalb frage ich heute euch Zuschauer, wollt ihr? Kleine Insider-Info, Meppo sah echt, also der hatte ein Profilbild, aber ich wollte das da nicht reinnehmen. Nicht, dass, weil wie gesagt, ne, nicht, dass er mich da irgendwie ankackt wegen Bildrechten oder sonst was. Also Meppo hat echt ein Top-Bild. Also ich wünschte, ihr würdet wissen, wie Meppo aussah. Ich wünschte, ihr würdet es wissen. Es war nicht nur ein grünes Bild, tatsächlich. Seid ihr meine Meppos? Schön. Meine Meppos sein. Dann haut mir doch auf Ehre ein Hashtag Soliarium in die... Oder Hacke-Peter, da bin ich aber auch deiner Meinung. Da bin ich aber auch deiner Meinung. Kommentare.
Weiterführend möchte ich bekunden, dass Hand of Blood momentan keine Gefahr mehr darstellt. Er scheint kein Ritter der Wokeness zu sein, der Shoyoka alles blind nachplappert. Des Weiteren hat er gerade ein soziales Projekt am Laufen, welches ich sehr unterstütze. Da arbeitet er nämlich mit sprachbenachteiligten Hauptschülern im Streamerberuf. Cool sind, dann ist es cool, wenn Leute das kritisieren. Ist most of the time Turbo-Cringe einfach. Generell ist seit meinem letzten Video viel bei Hanno passiert. Leute? Most of the time Turbo-Cringe. Ja. So hat er unter anderem bekannt gegeben, dass er sich bei Chef Strobel für seine anfeindenden Anschuldigungen damals entschuldigt hat und nun offener gegenüber anderen Meinungen ist und in den Diskurs geht. Deshalb bin ich froh, dass ich beim letzten Löschdich-Video am Ende versöhnende Worte gewählt habe, muss aber zugestehen, dass ich vor seinem Outing als normaler Linker noch in einem Format eingeladen war, wo ich leider innerhalb von 5 Minuten einen Diss-Track gegen ihn schreiben musste. Das ist dann logischerweise auch natürlich viel Spaß dabei. Aber woher, Chat, ihr wisst vielleicht besser Bescheid, woher kennt Jay Riddle KuchenTV oder woher kennt KuchenTV Jay Riddle? Wie haben die sich kennengelernt? Über YouTube oder was? Ich weiß das zufällig. Soll ich kurz intervenieren? Über YouTube, ja. Also ich habe mein 5. Video oder so hochgeladen oder so. Oder mein 3. oder 4. Und da hat er dann drauf reagiert. Und dann irgendwie ging das weiter, dass er auf meine Videos reagiert hat. Und irgendwann hat er mich dann angeschrieben auf Instagram. Und hat gefragt, ob wir mal saufen gehen. Und der Rest ist Geschichte. Weil die ja immer abhängen, scheinbar. Ich sehe es zumindest relativ häufig. Die Beweislast ist klar, ja. Die Beweislast deutet darauf hin, dass wir abhängen, ja. Das stimmt. Da kann ich mich schlecht rausreden, wenn ich mir das Bild so betrachte. Keine Ahnung. Okay, ja, ich, I don't know. Aber dennoch würde ich das so heute nicht mehr über ihn. Trübsal, hör auf damit. Er schreibt, ach Quatsch, du warst doch sein Cutter. Ey, wirklich, als ob ich mir irgendwelche Storys ausdenke. Hutster, wann kommt das Messer eindrücken? Kommt, kommt, keine Sorge. Erstmal noch ein bisschen mehr Vertrauen gewinnen und dann tut der Verrat viel mehr weh. Ja, es lohnt sich schon. Sagen, deshalb eine kleine Entschuldigung an Henno, die vom Herzen kommt und auf meine Jay Riddle Art. Falsch von mir, nun sitz ich ganz alleine hier. Hallo, es tut mir leid, ich war gemein, so unachtsam, das darf nicht sein. Nun bist du weg und alles ist so leer in mir. Deine Tode in Dark Souls. Was passiert da? Dark Souls sind die schönste Melodie. Genau das sollen meine Videos machen. Du sollst dich fragen, was passiert gerade in diesem gottverdammten Fiebertraum. Ja? Komm heim, denn ich vermiss dich so, Maxi. Maximilian. Komm heim, denn ich vermiss dich so, Maxi. Maximilian. Bevor wir zum letzten und besten Tweet von. Habe ich hier mit diesem Mikrofon aufgenommen gehabt. Dankeschön, Trübsal. Du bist doch ein Schatz. Ey, sei doch so lieb. Maxim nicht eingeblendet an der Stelle. Das war verschenktes Potenzial, DC, oder? Das war verschenktes Potenzial. Hab vollen Crush auf Jay, vollen Order. Ich drauf dich auch. Ach, schön, schön, schön. Diese Hose ist so heiß. Seit Tagen ein Ohrwurm davon. Sehr schön. Ach, Jesus. Ach, Leute. Dankeschön, Black Phoenix, Bruderherz. Von Shoyoka kommen, möchte ich euch bitten, ein Abo dazulassen, falls euch das Video unterhalten hat. Wir wachsen zwar schnell, aber auch bei mir sind 80% der Betrachter noch. Don Quixote, wenn du das sagst, dann setze ich mich direkt hin und starte hauptberufliche Musikkarriere. Bruder. Wenn du sagst so, dann springe ich, Bruder. Keine Abonnenten und das finde ich schade. Da hast du Pech! Es bleibt wie gesagt abzuwarten, ob ich für Jennifer Lopez. Trackfresse. Was bist du für ein Arschloch? Wichser, ey. Meine Reaction, eine geil. Abmahnung von Shoyoka erhalte. Ja, safe. Also, es wird doch mit dem Teufel zugehen, würde er da keine Abmahnung bekommen, oder? Sollte das der Fall sein, werdet ihr auf jeden Fall nochmal von mir hören und dann wird es ein köstliches Finale geben. Ob ihr das vielleicht schon mal jemand gesagt hat. Genauso schmackhaft wie dieser Tweet von Shoyoka, welchen ich persönlich besonders mutig finde. Mein größter Fehler war Spandau. Ich habe keine Lust mehr, mich einschüchtern zu lassen. Yay, let's go. Haut alle nochmal drauf auf den Goldesel, den alle fallen gelassen haben. Schiebt euch euren Feminismus sonst wohin. Es haben mich so viele Leute davor gewarnt, aber ich war verliebt und blöd.
Don't do it. Okay, Shoyuga scheint es echt lebensmüde zu sein, Spandau als größten Fehler zu bezeichnen. Verdammt nochmal, es gibt eine Regel, Pia, eine Regel. Man wendet sich nicht gegen Spandau. Oder soll Pate Henno das Letzte sein, was du siehst? Musik, damit es dramatischer klingt. Oh, Shoyuga. Man wendet sich nicht gegen Spandau. Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Zu guter Letzt verweise ich auf einen angepinnten Statement-Tweet von Shoyuka, in dem sie sagt, lebe immer so, Hilfe, ich kann das alles nicht mehr, so dass Rechtsextreme und ihre Freunde dich hassen. Und meine Bedenken dabei sind, dass Rechtsextreme und ihre Freunde dich eigentlich lieben müssen. Denn manchmal wirkst du schon fast wie jemand, der den Linken mit Absicht in den Rücken fällt, mit deiner peinlichen Diskursführung auf Twitter und sonst wo. Für die AfD ist dein Twitter-Verlauf ein zuverlässiger Ally, der die Linken davon abhält, nach links außen zu wechseln, um nicht mit dir in Verbindung gebracht zu werden. Bei jedem einzelnen deiner missratenen Posts stelle ich mir einen AfD-Politiker vor, der vor lauter Freude so tanzt. Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr. Da ich aber ein lösungsorientierter Typ bin, habe ich einen Weg gefunden, wie dein Tweet mit einer kleinen Korrektur auch der Wahrheit und damit auch deiner derzeitigen Lebensweise entspricht. Einen Moment. So, jetzt müsste es besser zu dir passen. Alter, ey, mir fliegen die Ohren so hardcore weg, ne? Heul doch! Heul doch! Schaut gerne bei meinem Sponsor Just Legends vorbei und sichert euch Rabatt oder guckt euch jetzt an, wie mit Shoyuka alles begann. Alter Schwede, ja... 41 Minuten, alter Schwede, wirklich, dass wir das durchgehalten haben. Sehr gutes Video, Like ist auf jeden Fall da, hat Spaß gemacht zu gucken. Ich weiß, was soll man dazu noch sagen? Ich kann das alles nicht mehr. Schreibt als Algorithmus-Kommentar gerne mal Abmahnungen in die Kommentare, weil ich glaube, Jay wird so sicher wie das Arm in der Kirche dafür eine Abmahnung bekommen. Auch wenn ich hoffe, dass sie das nicht tut, aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass sie es wahrscheinlich doch machen wird. Also, lasst meine Reaction gerne einen Daumen nach oben da, lasst als Algorithmus-Kommentar... Das mache ich, ja. Kommentare auf jeden Fall, haben wir vorhin schon durchgeguckt, waren recht herrlich teilweise. Ganz kurz, weil jemand im Chat geschrieben hat, dass Jay einen Cutter hat, stimmt nicht ganz, er macht all seine Videos selbst. Das ist genau derselbe Typ, der da oben schon die Fake News verbreitet hat. Also ich schneide meine Videos selber, aber ich habe halt auch wen, der mich unterstützt, so. Also, das muss man halt dazu sagen. Also, ich habe halt schon einen Cutter, der mich unterstützt, so, ne? Aber ich cutte auch selbst. Also, das ist halt so das Ding. Aber gut, Leute, es würde mich freuen, wenn ihr da draußen, wenn ihr bis hierher geschaut habt, ein Abo, ein Like da lassen würdet. Es würde mich sehr freuen und mal kommentiert für den Algo, damit das hier viral geht, wie der Gutmensch hier auf Shoyuka reagiert. Es würde mich freuen. Jay Cutterfield, du bist ja so ehrenlos, Kroni. Amma, also, was bist du für ein Arschloch? Meine Damen und Herren, schön, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Ich küsse doch eure linke Leber. Bis dahin, ich sage bis dann, Antenne, ciao Kakao und tschüsseli Müsli.